Das ist die neue Mercedes-Benz C-Klasse. Ihr seid ihr, ich bin der Bernd und gemeinsam haben wir uns hier bei Autonotizen versammelt. Herzlichen Dank dafür. Und ich darf mir heute mit und für euch die neue Generation der Mittelklasse aus dem Schwabenländler anschauen. In diesem Video geht es um einen fehlenden Stern, viel Komfort, ein ganzheitliches Spa-Erlebnis und eine Kiste. Was damit gemeint ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß bei diesem Video mit mir, dem Bernd und der Mercedes-Benz C-Klasse. . 2021 machte die C-Klasse Schluss mit dem Stern auf der Haube. Ja, unser Testwagen hier hat das Avantgarde-Exterieurpaket. Das ist ja so die Evolution der einstigen Ausstattungslinie Avantgarde. Die kam schon immer mit dem sogenannten Zentralstern im Grill. Jetzt ist es aber so, dass es nicht mal mehr gegen Aufpreis oder in der Basis den Stern gibt. Also alle C-Klassen tragen diesen Grill mit dem großen Stern darin. Und unser Avantgarde-Modell hat dann spezielle Einlagen hier im Kühlergrill und im Stoßfänger. Spektralblau heißt die Außenfarbe des Testwagens, der hier auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen steht, übrigens als C300 4MATIC. Der hat unter der Haube einen 2 Liter Vierzylinder Benziner mit 190 kW oder 258 PS und 4MATIC eben die Bezeichnung für Allradantrieb. Im Design geht Mercedes-Benz weiter den Weg, dass sich die Modellreihen gleichen, sehr stark gleichen sogar, und die Proportionen dann natürlich anders sind. Also die C-Klasse kann man dann schon als Mini-S-Klasse und kleine E-Klasse darstellen. 4,75 Meter ist das Auto lang. Es gibt die C-Klasse wie gewohnt als Limousine und als Kombi, als T-Modell. Und hier haben wir jetzt mal so richtig oldschool automäßig eben eine Mittelklasse-Stufenhecklimousine mit einem fast reinen Benziner. Denn der C300 kommt als Mildhybrid mit 48 Volt-System, da hat dann noch so einen Riemenstartergenerator dabei, der bis zu 15 kW oder 20 PS boosten kann. Wie sich das alles während der Fahrt so anfühlt und was der Verbrauch so sagt, das schauen wir uns gleich an. Die Heckklappe öffnet auf viele Wege elektrisch. Ich nutze jetzt mal klassisch hier den Knopf über der Kennzeichenmulde und gebe dann den Weg frei in einen 455 Liter großen Kofferraum. Der hat hinter der Ladekante dann so eine Stufe nach unten, die ist so fingerbreit auf den doppelten Ladeboden. Den kann ich auch ganz herausnehmen, nicht nur hochklappen. Und da ist ein ventiles Ablagefach und ganz praktisch, jetzt kommt das Thema Kiste, eine Klappkiste zum Einkaufen, die hier gut und klapperfrei verstaut ist. Und das finde ich ist so ein nettes kleines Detail hier im Kofferraum der C-Klasse. Verzurösen gibt es auch, um Ladung zu arretieren. Und man kann natürlich auch die Lehnen der Rücksitze umklappen. Wir sehen eine Dreiteilung 40-20-40 und hier auf Zug an der Taste fliegt dann die linke Seite in einer Zweidrittelteilung nach vorne und dann kann ich hier zwar mit einer Stufe und steigender Linie, aber dennoch dann längere Gegenstände einladen. Wer gerne sperrigeres Gepäck verstaut, der wird aber auch bei der neuen C-Klasse natürlich zum T-Modell greifen. Sperrig genug bin ich selber auch und ich falte mich jetzt mal auf die Rücksitze und schauen wir mal, was die C-Klasse für ein Platzangebot bietet. Folgenden Textbaustein kann ich mittlerweile auswendig und ihr vielleicht auch. Ich bin 1,92 Meter groß und habe den Fahrersitz wie immer auf meine Größe eingestellt. Dann passe ich hier doch hinter mein imaginäres Ich. Ich habe jetzt keinen üppigen Beinraum, die Knie schuppern dann schon so ein bisschen hier an den Kunststoffverkleidungen der Vordersitzlinie, aber das passt schon. Wenn man jetzt eben keine Basketballmannschaft transportiert, so Personen bis vorne 1,80, hinten 1,80, haben dann hier schon schön Raum. Das ist schon ein Fortschritt gegenüber dem Vorgänger und ja, da liegt er hier dann schon auch auf, ich würde sagen, ein bisschen besserem Niveau als der 3er BMW, wobei das schon länger her ist, als ich den Probe fahren durfte. Hier haben wir im Auto optionale Ledersitze. Es gibt in dem Avantgarde Interieurpaket, das der Testwagen auch hat, eine Stoff-Leder-Kombination oder das ist eine Stoff-Leder-Nachbildungskombination, so rum. Hier haben wir helles Leder. Das heißt, die Innenausstattung ist so schwarz-beige zweigefärbt. Sieht ganz gut aus, wie ich finde. In der Mittelkonsole haben wir zwei Lüftungsdüsen, die hochwertig hier drin sind und sie geben auch ein akustisches Feedback durch dieses Knacken, wenn ich die verstelle. Das finde ich gut, auch wenn sie auf- und zugemacht werden. Darunter ein kleines Ablagefach
Und hinter einer Klappe haben wir zwei USB-C-Anschlüsse. Und dann ist hier noch eine 12-Volt-Steckdose. Ablagetaschen lassen sich hier ausklappen an den Rückseiten der Vordersitzlehne. Und also Knieraum passt einigermaßen. Beim Kopf wird dann in der Limousine für große Menschen schon ein bisschen eng. Wer da Wert drauf legt, greift eben dann zum Kombi. Die Sitzflächen sind angenehm strukturiert und die Bank ist bequem. Isofix haben wir hinter so Gummiflappen. Da kann ich dann hier den Sitzbügel einstecken. Und natürlich schauen wir uns auch hier noch die Türverkleidung an, denn die finde ich sehr schick. Das hier ist die angesprochene Ledernachbildung mit Kontrastnaht. Und dann haben wir hier hochglänzend schwarze Einlagen. Hier sehen wir übrigens das Logo von Burmester, also das optionale Soundsystem ist hier drin im Auto, was auch hervorragend klingt. Und dann hier eine silberne Einlage im Türgriff. Ich finde, das sieht schick aus. Die Türtaschen sind nicht mit Teppich ausgekleidet. Da ist dann Flaschenhalter drin und dahinter kann man noch ein bisschen Kleinkram rein verstauen. Also alles ganz angenehm hier hinten, aber ja, Premium, Mittelklassik, nicht verschwenderisch. Mal gucken, was sich vorne so bietet. Sehr bequem sind die Vordersitze. Die sind teilelektrisch einstellbar. Wir sehen es hier am Beifahrersitz. Die Längsverstellung ist manuell. Und dann haben wir hier unten die Tasten für zum Beispiel die Lehnenverstellung und die Sitzhöhenverstellung. Das ist natürlich ungewöhnlich für Mercedes-Kunden, denn wenn wir mal in die Türverkleidung reinschauen, vor dem Türgriff sehen wir nicht mehr diese Bedienstruktur mit dem stilisierten Sitz, sondern da ist dann die Taste für die dreistufige Sitzheizung. Darunter haben wir dann auch hier den schönen Lautsprecher mit Metallgitter des Soundsystems und wie hinten auch diese silbernen Türgriff mit der Taste für den Fensterheber. Der Verstellbereich der Sitze, der ist sogar so weit, dass selbst ich hier, ja, koreanische Elektroautos verkaufen das als Relax-Seat für Ladevorgänge, also hier bequem liegen könnte. Ich mache ihn wieder weiter vor und die Lenksäule ist auch einstellbar, natürlich in Höhe und Weite. Und ja, die Sitzposition ist schön integriert, gefällt mir gut. Die Lüftungsdüsen, die ich euch hinten zeigte, finden sich auch hier vorne, gleich drei in der Mitte und eine jeweils außen. Die sind auch genauso hochwertig und es sieht auch echt schick aus. Nachts wird das ja mit Ambientelicht beleuchtet, sowohl hier in den Ringen der Lüftungsdüsen wie auch hier am Armaturenbrett. Das ist dann schon ein schön hochwertiges Ambiente. Das wird hier im Testwagen durch natürlich, wie soll das anders sein, Optionen aufgehübscht. Das Armaturenbrett ist hier mit Kunstleder, also die Ledernachbildung, bespannt. Und dann haben wir hier schwarzes Holz mit silbernen Einlagen. Das kostet beides Aufpreis. Serienmäßig ist diese große schwarze Klavierlackoberfläche sehr staub- und fingerabdruckempfindlich. Optional gibt es dann da auch strukturierten Kunststoff. Das Display hier ist ja hochkant, aber fast quadratisch. Gut ablesbar während der Fahrt, bei Tag und bei Nacht. Und ich finde auch, dass es nachts nicht zu sehr nervt durch die Helligkeit. Und dann wollen wir uns doch mal ein bisschen hier in die Bedienung hineinfummeln. Jetzt nehmen wir hier den Bildschirm mit den von mir meist genutzten Punkten, also Navigation, Telefon, Apple CarPlay ist jetzt hier auch integriert, kabellos übrigens. Dann ist noch das Radio. Ich kann dann hier weitergehen durch die verschiedenen Menüpunkte. Ich kann aber auch hier runter wischen und dann komme ich hier auch aufs App-Menü. Da haben wir dann die Parkassistenz eben mit der ganzen Kamera und die Assistenten eben, die hier dann angestellt werden. Gehe ich hier wieder raus über den Home-Button und wisch nochmal runter. So, dann habe ich eben Echtzeitverkehrsdaten, dann optional auch mit dem Navigationspaket und kann dann hier das angesprochene Ambientelicht in vielen, vielen Farben und Helligkeiten einstellen und dann hier auf Effekte gehe, dann ja, kann ich das hier alles eben munter mir konfigurieren, so wie ich es gerne hätte. Ganz toll! Kostet auch ein bisschen Aufpreis, aber natürlich in staugeplagten Großstädten durchaus eine interessante Option. Kann man hier verschiedene Energizing-Comfort-Programme wählen. Jetzt nehmen wir doch mal, draußen hat es im Moment auf 5 Grad plus gestiegen, das Thermometer. Nehmen wir mal Wärme. Dann wird das ganze Interieur, das sieht man dann im Dunkeln besser, dann auch in diesen Orangeton getaucht. Es kommt ein Sound und die Animation. Und ja, dann haben wir hier so ein bisschen so eine Achtsamkeitsübung, die Wärme zaubert. Und das gibt es eben mit ganz vielen Programmen. Gehen wir nochmal da rein, stoppe ich das. Das kann man dann hier mit
Vitalität machen, mit Freude, Behaglichkeit oder Frische. Das ist natürlich dann im Sommer bestimmt nicht schlecht, mit grün-blauem Licht und dann ja, haben wir ein bisschen anderen Sound. Also das ist ja klar eine Spielerei, aber in einer modernen Welt, global gesehen, bestimmt eine Option, die durchaus oft genutzt wird. Außerdem gibt es einen Internetzugang und ich kann dann hier auch das Soundsystem ansteuern und dann hier eben ja, den Klang einstellen, den Klangfokus und so weiter und so fort. Was immer bleibt, ist hier unten das Klimamenü. Das ist auch nicht in einem separaten Feld, sondern hier auf dem Touchscreen. Da kann ich also hier die Temperatur für Fahrer und Beifahrer ändern und dann hier die Lüftungsintensität. Wir lassen es natürlich jetzt auf Auto. Außerdem dann hier eben noch weitere Klimafunktionen hier vollziehen. Darunter haben wir eine Leiste, die ich so semi-gut finde. Wir haben einmal hier einen Lautstärken-Slider. Ich kann hier aber auch mit Plus und Minus. Den würde ich eher nutzen, weil wir switchen mal kurz zum Multifunktionslenkrad, das auch diese berührungsempfindlichen Felder hat und keine Tasten. Und hier kann ich nur über den Slider arbeiten, denn wenn ich da drauf klicke, dann ist die Stummschaltung aktiv. Und das ist schon sehr, während der Fahrt sehr fummelig, finde ich. Deswegen lieber hier die Hand festhalten oder die mit vier Fingern festhalten und dann hier mit dem Daumen sliden. Aber alles nicht ideal, also ein Drehregler oder zumindest hier irgendwie physische Tasten am Lenkrad wären da schon schön. Das gleiche gilt für die Einstellung des Fahrprogramms. Da kann man dann hier, wir sehen das schon, wenn ich jetzt hier drauf drücke, bewegt sich das ganze Ding. Ja, also das ist alles eins. Da kann ich dann hier in den verschiedenen Fahrprogrammen mich tummeln. Wir haben einmal den Eco-Mode, dann haben wir Komfort, Sport, Sport Plus und ich kann das dann auch individuell mir hier einstellen. Und dann eben das Fahrwerk. Wir haben hier ein Auto mit adaptiver Fahrwerkssteuerung. Kann ich dann hier in drei Stufen einstellen. Also nicht stufenlos, aber eben zwischen Komfort und Sport. Wir lassen es mal alles schön auf Komfort und würde sagen, dann gehen wir dann nachher auch in den Eco-Modus. Wir haben ja hier schließlich einen effizienten Mildhybrid. Daneben haben wir dann auch die Direkt-Taste für die Parkassistenz. Hier komme ich zu den Fahrzeugeinstellungen. Da kann ich dann das Head-Up-Display aktivieren und deaktivieren. Außerdem kann ich dann auch in Untermenüs dann noch die Anzeigen konfigurieren. Der Warnblinkschalter ist eine physische Taste. Das muss so sein, laut Gesetz. Und hier haben wir ein kleines aufpreispflichtiges Detail. Geht jetzt nicht bei mir. Das ist hier der Fingerabdruckscanner. Ich bin das nicht hier registriert, weil es ja nicht mein Auto ist. Aber angenommen, man teilt das Auto in der Familie oder unter Kollegen, kann man eben hier hingehen, den Fingerabdruck nehmen und dann wird das Auto eben auf die persönlichen Einstellungen eingestellt. Switchen wir nach links. Das Lenkrad hatte ich schon angesprochen. Da haben wir Schaltwippen. Wenn man möchte, kann man dann hier also durch das 9-Gang-Automatikgetriebe flippern. Spoiler-Alarm, das ist nicht nötig, denn das macht einen guten Job. Und dahinter haben wir dann auch voll digitale Instrumente vor dem Head-Up-Display, das Aufpreis kostet und seine Informationen direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt. Hier haben wir jetzt eine minimalistische Ansicht. Da wird dann auch nur der Geschwindigkeitsbereich im Tacho gezeigt, den ich wirklich brauche. Und auf der rechten Seite haben wir eine Uhr. Die ganzen Anzeigen da oben, ich schalte mal kurz den Motor an, die verschwinden dann nämlich, wenn das Auto wirklich läuft. Dann sehen wir jetzt hier die Verkehrszeichenerkennung und da oben dann noch die im Moment nicht aktiven Fahrassistenten. Über die Taste hier Multifunktionslenkrad kann ich dann hier verschiedene Anzeigen mir konfigurieren. Dann haben wir hier den sportlichen Modus mit so einer Art Tunnelblick. Dann gibt es die klassische Anzeige mit den Rundinstrumenten sowie dann hier in der Mitte zum Beispiel Bordcomputerangaben. Da kann ich dann hier auch über diese Wischfunktion im Lenkrad mir eben verschiedene Menüpunkte aufrufen und wir können auch, wenn wir mögen, uns die Navigationskarte hier groß raufziehen und dann haben wir hier noch die Assistenzsysteme und ein Servicemenü. Also klappt alles hier. Ist eine tolle Auflösung und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt die klassische Ansicht. Die Lenkstockhebel sind sehr filigran. Wir kennen das von Mercedes-Benz. Auf der linken Seite versammelt sich alles von Blinker über die Scheibenwischerbetätigung von Fernlicht, denn rechts hier haben wir den Wählhebel für die 9-Gang-Automatik. Und nachdem der Motor jetzt schon läuft, ziehe ich hier einfach einmal am Gurt, um mich anzuschnallen, und einmal am Wählhebel, stelle auf D und wir starten zur Probefahrt.
Sechszylinder-Motoren gibt es für die C-Klasse nicht mehr, sondern nur noch rein Vierzylinder als Benziner und Diesel. Los geht's beim C180 über den C200 bis hier zum C300. Der leistet 190 kW, ich sagte das schon, oder 258 PS. Ist als Mildhybrid mit einem 48-Volt-System ausgestattet. Das heißt, er hat auch so eine erweiterte Start-Stopp-Automatik und kann auch beim abgeschalteten Schub, wenn man so vor sich hingleitet, dann, wenn die Software entscheidet, wie jetzt zum Beispiel, ich mache das, dann geht der Drehzahlmesser auf Null und das Auto rollt dann mit ausgeschaltetem Motor vor sich hin. Wenn ich wieder aufs Gas gehe, dann springt er an. Ganz toll gelöst finde ich diesen Übergang. Man merkt kaum ein Geräusch, kein Rucken und auch nach dem Anlassen des Autos im Stand fragt man sich manchmal, ist denn der Motor schon an? Also der Geräuschkomfort ist echt super, was auch für das ganze Fahrgefühl gilt. Echt mit vier Buchstaben eigentlich zu beschreiben, toll aus. Es ist ein, mit diesem optionalen Fahrwerk hier, ein super Fahrkomfort. Ich fahre jetzt gerade im Eco-Modus, dann kann er eben auch segeln. Das heißt, das Fahrwerk ist auf Komfort gestellt, passt gut zum Gesamtcharakter des Autos, ist ein ganz angenehmer Reisewagen, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Also es gibt eben diese Vierzylinder-Benziner und neu ist auch ein Plug-in-Hybrid, der C300e, den konnte ich aber noch nicht fahren. Wir wollen uns jetzt ja langsam mal hocharbeiten, fangen hier eben mit dem Mild-Hybrid an. Die Rundumsicht ist gut, wir haben relativ schmale A-Säulen und das Cockpit trägt auch nicht dick auf. Dazu gehört natürlich auch der Fakt, dass das Display hier unten schräg liegt und nicht oben wie so eine Fernsehwand dann hier nicht integriert ist, in Anführungszeichen. Und trotzdem, dass es so schräg steht, ist es nicht verstellbar wie ein SL zum Beispiel, blendet es aber auch nicht. Wenn man den Motor ausdreht, hört man natürlich, dass da ein Vierzylinder arbeitet, aber ich finde es auch so, passt echt von der Geräuschentwicklung, keinerlei Vibrationen sind zu spüren. In 6 Sekunden beschleunigt der C300 als Allradler von 0 auf 100 und fährt 250 km/h schnell maximal. Auf der Autobahn geht er auch echt gut voran, ohne dass er dich aber so natürlich anstichelt. Ja, ist jetzt kein Auto, das sportlich gehetzt werden will. Wenn man es entspannt angehen lässt, kann man auch den Verbrauch ein bisschen senken. Der ist in meinem Testalltag so bei 8,5, 8,6 Litern, super auf 100 Kilometer. Das finde ich dann schon, ja, jetzt nicht unbedingt wenig, vor allem angesichts der Tatsache, dass ich den Mildhybrid dann schon meistens in dem Eco-Modus fahre, also dann ein bisschen mehr Sparsamkeit hätten sie eben dann schon noch anerziehen können oder können sie ihm vielleicht ja auch in Zukunft noch anerziehen. Die Fahrassistenten lassen sich dann hier über die linke Seite des Multifunktionslenkrads aktivieren. Dann haben wir einen Spurhalteassistenten, der auch das Auto in der Mitte der Fahrspur hält, selbst hier bei einer Kurve, und eben auch die Geschwindigkeit, die kann ich dann hier über Wischbewegungen im Lenkrad in 1 km/h Schritten erhöhen. Und wenn ich dann auf ein anderes Fahrzeug aufschließe, vor uns kommt jetzt ein LKW dann ins Blickfeld, dann wird natürlich auch der Abstand entsprechend gehalten und auch den kann ich dann hier über Tasten im Lenkrad dann hier variieren. Und jetzt bremst das Auto sanft ab, also nicht ruckartig, und ja, funktioniert alles tadellos und unaufgeregt. Beim schnellen Fahren wirkt das Auto sehr spurstabil und in der Stadt, sei es beim Einparken oder auch wenn man hier im Kreisverkehr fährt, extrem wendig und agil und hat auch einen relativ kleinen Wendekreis mit bisschen über 11 Metern. Und das liegt an der Option, die hier drin ist, nämlich die Hinterachslenkung. Die kostet Aufpreis, ist aber doch durchaus, wie ich finde, auch empfehlenswert. Bin jetzt echt entspannt angekommen. Und wenn es nach dem Willen von Mercedes-Benz so geht, dann auch mit gesunder Luft versorgt. Denn wir sehen hier, ich habe das Klimamenü mal hier aktiviert. Wir haben eine Ionisierungsmöglichkeit für die Luft im Innenraum. Die wird dann gereinigt. Also außen haben wir jetzt eine mäßige Luftqualität, innen eine gute. Und noch dazu kann ich dann auch das hier beduften lassen, auch wenn ich es auf der höchsten Stufe habe. Wir sehen hier unten drin im Handschuhfach ist dann hier das, ja, Raumparfüm untergebracht, klappert nicht und es wirkt auch nicht zu
ja, zu stark. Die Beduftung ist ja für Leute mit feiner Nase ganz angenehm. Ich persönlich bräuchte es nicht, aber diese Innenraumreinigung ist natürlich schon eine ganz gute Sache. Dieser Raumduft ist ein kleiner Posten auf der Aufpreisliste. Dazu gehört auch die Lichttechnik. LED-Scheinwerfer sind in jeder C-Klasse serienmäßig, die übrigens als C180 bei 41.138 Euro startet. Also dann serienmäßig Standard-LEDs. Hier haben wir Digital Light, da steht es. Es gibt in zwei Ausbaustufen. Das sind eben die adaptiven Scheinwerfer, die Lichtverhältnisse anpassen, Matrix-LED. Und die höhere Ausbaustufe kann dann auch bis hin zu Projektionen erzeugen, die sie auf die Straße wirft und damit dann eben auch so ja, das Auto mit dem Umfeld kommunizieren lassen. Der C300 4MATIC startet bei 50.271 Euro. Was der Testwagen hier mit all seinen Optionen kostet, kann ich euch im Moment gar nicht wirklich sagen, weil einige Sachen, wir drehen dieses Video jetzt hier Mitte November 2021, nicht lieferbar sind, wohl wegen der globalen Halbleiterversorgungsproblematik. Mit dem Burmester Soundsystem, dem optionalen Fahrwerk, 18 Zoll Felgen, Metalliclackierung, Ledersitzen und so weiter und so fort, kommt der so auf ein bisschen über 70.000 Euro Listenpreis. Natürlich viel Geld, klar, aber man hat hier echt ein super komfortables Auto. Also das Fahrwerk würde ich nicht missen wollen und dann auch, wobei es halt echt so ein eigentlich Pipifax ist, aber dieses Energizing-Paket mit den Stimmungen, mit Sound und Licht, wenn man es mal braucht oder haben will, dann freut man sich drüber. Tolles Auto, was ich finde, auch in meiner persönlichen Wahl in der Premium-Mittelklasse deutlich vor BMW 3er und vor allem dem Audi R4 wäre, der echt schon in die Jahre gekommen ist. Die C-Klasse wirkt moderner, die Verarbeitung ist gut. Mir gefällt auch das Cockpit, obwohl es so voll digital ist, wirkt es nicht zu erschlagend. Und ja, er wirkt moderner als der R4, innen ein bisschen feinsinniger als der 3er, den ich doch manchmal noch ein bisschen grobschlächtig finde. Der hat aber eben das iDrive-System voraus als Bedieninterface. Also meine Wahl in der Premium-Mittelklasse, wenn ich das Rundum-Sorglos-Paket will, C-Klasse. Wenn ich aktiv fahre, auf das neueste Connectivity, Klimbim, nicht so viel Wert lege und wirklich Spaß am Auto will, im Rahmen der Möglichkeiten so einer Vierzylinder-Limousine, dann vielleicht eine Alfa Giulia. Das wären so die beiden Pole, in denen ich mich bewegen würde. Lasst mich doch wissen, was eure Meinung ist in diesem Marktsegment, was ihr von der C-Klasse haltet und ob ihr gerne mehr Mercedes-Autos vor der Kamera hier bei Autonotizen sehen wollen würdet. Und wenn ja, welche? AMG ist mal ausgeschlossen, weil wir wollen ja nicht gleich ganz oben anfangen, finde ich, sondern schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Schreibt das alles in die Kommentare. Ich lese wie immer alles und antworte auf viel. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für den Besuch der Website autonotizen.de. Da findet ihr auch alles über die C-Klasse. Und wie so oft, danke an den Andi fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.